Der 121 ist heute im Mittelpunkt dieses Videos und daher herzlich willkommen. Gangster Guy hat mir das Ganze eingeschickt, KTS Ehrenberg, und er hat hier ein sehr schönes Matchmaking bekommen. Er ist nämlich mit seinem 10er lediglich gegen 3 10er gematcht. Dann gibt es nochmal 4 9er und ansonsten 8er. Also das läuft schon mal in dem 10er mittleren Panzer. Und gerade diese Linie, die ist noch nicht so bekannt, deswegen schauen wir auch mal kurz über die Werte rüber. Schaden 440 mit einem 258er Durchschlag oder natürlich mit Premium HDA 340 Durchschlag bei weiteren 440 Schaden und ja, die HE-Kanone bzw. die HE-Granaten braucht man, glaube ich, nicht mehr im Detail zu erwähnen. Hier haben wir den Modus Begegnungsgefecht. Und das ist natürlich auf der Karte Ehrenberg so, dass man da dementsprechend überall gefühlt rumfahren kann. Aber aufgrund des Spawns bleibt hier das Team meistens hier drüben, auf diesem Bereich, und das Gegnerteam meistens hier. Einer ist schon im Cap. Das macht ein ganzes Eckchen spannender, und zwar das Objekt hier. Da hat er zwar getroffen, aber leider keinen Schaden anbringen können. Man muss sagen, die Kanone für einen mittleren Panzer ist die wirklich cool. Vielleicht ist nicht unbedingt die genaueste. Aber die fetzt schon ganz schön. Man muss sich jetzt hier auch von dem Cap nicht komplett aus der Puste bringen lassen, weil das sind doch 3 Minuten, die ein Panzer da braucht. Und dementsprechend hat man da wirklich Zeit, da in Ruhe zu decappen. So, da ist der 103 nochmal. Ob das ein erster oder zweiter, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht hat der Blindshot vorher getroffen. Auf jeden Fall sollte ihn jetzt hoffentlich genau wegmachen. Der T-34 guckt auch schon ganz böse. Hier hat er jetzt nichts mehr zu befürchten. Das heißt, er kann jetzt hier weiterfahren. Doch, da ist der T-32 und der hat ihn auch gleich erspäht und ihn da seiner Hitpoints beraubt. So, jetzt zieht sich der zurück. Und er kriegt ihn noch. Perfektes Timing, länger hätte es nicht dauern dürfen. Und er macht ihn auch da raus. So, jetzt geht's Richtung T-34. Gerade sind amerikanische Wochen scheinbar. M103, T-32 und T-34. So, mit dem nächsten Schuss macht er ihn weg. Und zerstört hat er ihn. So, und da ist der nächste Amerikaner. Und auch den macht er weg. Wow! Wahnsinn, also es gibt ja Runden, da läuft es mit den Kills so gar nicht und dann gibt es scheinbar Runden, ja, da ist jeder Schuss ein Kill. Also, das ist ja hier 4 Panzer bisher beschossen, 4 Panzer zerstört. Das läuft wie ein Länderspiel. Oh, da ist eine Arti. Arti ist zu, Arti ist weg. Ja, unglaublich. Das muss man sagen, das läuft ja phänomenal für ihn hier. 2 Artis hätte er noch. Da ist die nächste übrigens. 3 bräuchte er für die Medaille. Und die zweite hat er schon mal. Ah, das gibt. Ich dachte schon, jetzt macht er den auch wieder klar. Aber er kriegt die Möglichkeit zum Nachschuss. Ah, auch nicht. Aber auch hier unglaublich eng, dass er die bekommt. Da vorne ist eine Arti offen, weil er guckt Richtung AMX. AMX macht da weg. 7. Kill. Mit 3600 Schaden. Jetzt ist sein Team übrigens am Drücker, was das Thema Captain angeht. Naja, das Objekt darin findet er gefühlt seinen Meister. Also das schafft er irgendwie nicht zu zerstören. So, Objekt ist weg. Rheinmetall trifft er nicht. So, FV will sich da wohl selber die Arti schnappen. Da hinten ist noch der Hu. Da ist er, der Hu.
Dicker Treffer mit der HE-Schelle, schön gemacht. Jetzt hat er noch eine HE-Granate im Lauf. Fährt jetzt da Richtung T92. Im Prinzip ist es dafür sowieso egal, weil er mit einem Schuss die gar nicht wegmachen kann. Aber Su-101 kommt da rum. Jetzt muss er aufpassen, weil wirklich viel Hitpoints hat er nicht mehr. Und den Schaden, den die Su macht, da wird er weg sein. Aber er dreht hier so schnell mit. Und da hat er immer das Glück, dass er da den Berg hat. Also von dem her konnte er die gut umkreisen, macht seinen 8. Kill. Und jetzt ist die Arti auch noch dran. Und die Arti nimmt auch mit 9. Kill. Und die Pascucci. Ja, super Lauf. Super Lauf. Er hat 6273 Schaden gemacht. Und das in nicht mal 5 Minuten 30. Und sich Radley Walls und Pascucci geholt. Sehr tolle Runde. Hast du fein gemacht. Und du wirst auch nicht ausgelacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.